es geht da oben dann weiter. Ach, schau mal einer gucken. Woher seid ihr gekommen? Der steht hier nur so rum. Siehst du doch. Ich glaube, sie ist ein wenig blind. Tja, Rubin, hatte ich nicht recht? Ich hab's ja gesagt. Also brauche ich Google nicht. Das ist sehr schön. Oh. Oh, das ist bitter. Dann müssen wir noch mal zurück. Geht nicht. Also sollte doch aber theoretisch dann. Moment. Moment mal, Gegenfrage, wie komme ich aus der Scheiße jetzt wieder raus? Achso, da ist ein Altar. Wahrscheinlich auf der anderen Seite auch einer sein. Also für ganz doofe, die jetzt reingehen und dann... Kommst du? Dann führt uns dieser letzte Port wahrscheinlich hier nochmal irgendwo hin. Ja. Wie gesagt, für ganz doofe dann wahrscheinlich. Hm. Na komm. Sieht doch besser aus mit dem Diadem, oder? Ja. Aber außer Falmer ist hier nichts weiter groß, ne? Aber der Schneeelf, der eine, der letzte seiner Art, sag ich mal, der Hüter, den wir gesehen haben, er hat ja gesagt, wir sollen seinen Bruder noch töten für ihn. Als Aufgabe. Wahrscheinlich wird der jetzt so ein bisschen Bossfight-mäßig hier. Also hier war die. Also ich vermute mal, dass der noch irgendwo auftaucht. Das wäre jetzt so. Das Ganze aber. Auriels Kapelle, okay. Wir wollten den Bogen holen, damit den Harkon nicht kriegt. Aber wahrscheinlich spielen wir Harkon genau in der Hände. Das war ja schon mal meine Vermutung. Würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern. Irgendwas sieht mich. Warum habe ich das dumme Gefühl, dass die gleich aufstehen? Ihr seid hergekommen und denkt, ihr könnt Auriels Bogen einfach so mitnehmen? Der lebt noch. Ihr habt genau das getan, was ich erwartet habe und eure bezaubernde Gefährtin mitgebracht. Moment, redet er von mir? Was für euch leider bedeutet, dass ihr nicht länger gebraucht werdet. War doch klar. Woher seid ihr gekommen? Ja, das sieht man doch, ihr Mädel. Wir räumen mal kurz ein bisschen auf. Ich weiß noch, wie man kommt.
Entschuldigung. War diesmal keine Absicht. Aber ich denke mal, die Shit nennt man nicht umsonst Schneeelfen, ne? Ziemlich beeindruckend, aber leider vergeblich. Ihr zögert nur euren eigenen Tod hinaus. Sagt eigentlich der Questlog, soll ich ihn umballern? Vorsicht, er lässt die Decke einstürzen. Die Nachricht kam ja bei Zeit. Ich wollte gerade schießen. So. Erledigt sie, unsere Knolle. Ach so. Gut, dass sie alle auf Serana gehen. Dass sie doch mal sowas nutzt. Ich lasse nicht zu, dass ihr jahrhundertelange Vorbereitungen zunichte macht. Er geht auf und überlässt uns. Was? Ich verstehe dich nicht, das ist so laut. Geht es euch gut? Ja, wir passt schon. Das schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Ja, geh mir weg. Er ist dort oben auf der Galerie. Kommt schon. Was? Galerie? Alter. Ich kann nicht schleichen. Ah, das ist der letzte Schrein, der uns wahrscheinlich zurückführt. Genug, Virtor. Gebt uns den Bogen. Wie könnt ihr es wagen? Ist er ein Vampir? Ich war Auriels Erzkurator, Mädchen. Meine Stimme fand bei den Göttern Gehör. Bis die Betrogenen euch korrumpierten. Ja, wir haben diese traurige Geschichte schon gehört. Gelebor und die Seinen sind leicht zu manipulierende Dummköpfe. Seht mir in die Augen, Serana. Sagt mir, was ich bin. Ihr seid ein Vampir? Aber Auriel hätte euch beschützen sollen. In dem Moment, in dem ich einer meiner eigenen Initiaten infizierte, wandte mir Auriel den Rücken zu. Ich schwor, mich zu rächen, koste es, was es wolle. Ihr wollt euch an einem Gott rächen? Auriel selbst mag für mich unerreichbar gewesen sein. Sein Einfluss auf unsere Welt war es aber nicht. Ich brauchte lediglich das Blut eines Vampirs und Auriels eigene Waffe, seinen Bogen. Das Blut eines Vampirs, Auriels Bogen. Das wart ihr? Ihr habt die Prophezeiung erschaffen? Eine Prophezeiung, der eine letzte Zutat fehlte. Das Blut eines reinblütigen Vampirs. Oh. Das Blut einer Tochter von Kalthafen. Scheiße. Ihr habt die ganze Zeit gewartet, bis jemand mit meinem Blut kommen würde. Nun, zu sauer für euch, denn ich plane es zu behalten. Mal sehen, wie viel Blut durch eure Adern fließt. Was sind das für Tricks? Darf ich noch? Danke. Oh, 75. Was? Tschüss. Vielleicht werde ich nicht sterben. Mit euch kämpft es sich gut. Problem.
Hoppala. Moment. Oh, scheiße. Oh, da waren wir vorhin. Ja, da kommen wir noch hin. Ups. Was? Ach, der andere. Also wurde getan, was getan werden musste. Die Wiederherstellung dieses Wegschreins bedeutet, dass Virtur tot sein muss. Ja, und dass die Betrogenen ihn nicht länger kontrollieren. Die Betrogenen trifft was? Keine Schuld. Wovon redet ihr da? Naja, er war ein Vampir und hat sie alle kontrolliert. Ein Vampir? Ja. Ich verstehe. Das würde einiges erklären. Tief in meinem Innern stimmt es mich froh, dass die Betrogenen keine Schuld dafür trifft, was hier geschehen ist. Ja, warum ist eine gute Frage? Denn das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt, dass sie eines Tages ihren Hass überwinden und wieder lernen, an Auriel zu glauben. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Und es war schon seit langem fällig. Dafür gebührt euch beiden mein Dank. Gerne. Ihr habt alles riskiert, um Auriels Bogen zu erhalten und im Gegenzug den Dom wiederhergestellt. Ich kenne keinen Sieger, der sich ihn mehr verdient hätte als ihr. Wenn ihr mehr über den Bogen lernen oder sonnengeweihte Pfeile dafür braucht, wäre es mir eine Freude, euch zu helfen. Fragt mich einfach. Da sag ich nicht nein. Auriels Bogen. So. Was kann das gute Stück denn? Da. Grundschaden von 96. 10 Punkte auf Untot. Sonnenschaden. Cool. Judgment, Kindred. Oh, Entschuldigung. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Trotzdem, er ist schön. Ja. Sag mal. Ich nehme an, alles ist gut? Was? Ja, alles gut soweit. Was kannst du mir über Auriels Bogen denn erzählen? Auriel selbst soll den Bogen in längst vergangenen mystischen Zeiten in der Schlacht gegen die Streitkräfte Lorkans geführt haben. Es gibt in ganz Tamriel kein anderes mit solcher Handwerkskunst gefertigtes Stück. Vielleicht nicht einmal über Tamriels Grenzen hinaus. Was kann ich jetzt damit anstellen? Der Bogen bezieht seine Kraft aus Aetherius selbst und bündelt sie durch die Sonne. Wenn man mit dem Bogen einen Pfeil abfeuert, entsteht ein magischer Effekt, der einer Verbrennung durch Feuer sehr ähnlich ist. Ja, das klingt wirklich beeindruckend. Tatsächlich ist es nur ein Bruchteil seines vollen Potenzials. Okay. Mit sonnengeheiligten Pfeilen wärt ihr in der Lage, einen noch spektakuläreren Effekt zu erzeugen. Explosionen des Sonnenlichts, die eure Feinde einhüllen. Mit diesen Sonnenlichtexplosionen könnt ihr jedem Widersacher zusetzen. Ganz besonders aber den Untoten. Das klingt sehr gut. Na, Virtuoff erwähnt irgendwas über Verwendung von seinem Blut. Nun, den Bogen in Blut einzutauchen, würde womöglich seine Funktionsweise verändern. Seinen eigentlichen Zweck verfremden. Man müsste schon ziemlich töricht sein, das zu versuchen. Verstehe. Er würde... Wir sind ja bis jetzt davon ausgegangen, dass Hakon mit dem Bogen irgendwie die Sonne verdunkeln will. Und wenn man jetzt Serana nimmt als eine Tochter Kalthafens, die natürlich für das genaue Gegenteil des Ganzen steht anscheinend, würde das bedeuten, wenn wir das machen, könnte man genau das auslösen. Das mit den Pfeilen, ja. Können Betrogene geheilt werden? Mein Herz ist voller Mitleid für die Betrogenen. Ganz gleich, wie meine Handlungen gegen sie aussehen mögen. Aber ich fürchte, dass sie jetzt nicht mehr geheilt werden können. Warum? Sie wurden nicht über Nacht zu den verderbten Gestalten, die ihr gesehen habt. Es ist auch keine Seuche oder Krankheit, an der unsere Rasse leidet. Die Zwerge mögen ihnen das Augenlicht gestohlen haben.
Doch es dauerte viele Generationen, bis sie sich in das verwandelt haben, was sie heute sind. Ja, da gibt es anscheinend keine Hoffnung. Ich meine, wir haben sie eh alle über den Haufen geschoben. Entschuldigung. Vielleicht werden sie nie mehr zu ihrem früheren Aussehen zurückfinden. Aber im Laufe der Jahrhunderte habe ich bemerkt, dass ihre Intelligenz gestiegen ist. Okay, wenn stimmt. Wenn wir mit ihnen kommunizieren könnten, könnten sie vielleicht Frieden finden. Möglich. Das ist der einzige Weg für sie herauszufinden, dass sie nicht immer bösartig waren. Dass sie einst eine stolze und wohlhabende Rasse waren. Was passiert jetzt mit dem Dom? Mein Herz ist voll, ach so, aber ich fürchte, dass sie... Ja, nee, hatten wir. Entschuldigung, mein Fehler. Sorry, vielleicht werden sie nie, wenn wir... Ja, das ist der einzige Weg für sie herauszufinden. Es würde mich zwar mit großer Freude erfüllen, den Dom wieder in alter Pracht zu sehen, aber ich weiß, dass es dafür viel zu spät ist. Nun, da mein Bruder tot ist, bin ich sehr wahrscheinlich der Letzte unserer Rasse. Genau, dann haben wir zur Auslöschung deiner Art beigetragen, leider. Es gibt keinen Grund, so etwas zu sagen. Ich sagte, es wäre möglich. Es ist genauso gut möglich, dass es anderswo auf Nirn noch weitere abgeschiedene Konklaven der Schneeelfen gibt. Außerdem würde ich annehmen, dass Virtur euch vermutlich keine andere Wahl gelassen hat. Ja, leider ja. Ich meine, er könnte sich ja auch eine normale Elfendame suchen. Es muss ja nicht zwingend eine Schneeelfendame sein. Wäre dann natürlich ein Halbelf-Elf irgendwie, aber... Also kein voller Schneeelf, aber... Ja, ist... Ich werde erst einmal hier bleiben und Wache halten. Ich will weiterhin versuchen, das Allerheiligste frei von Betrogenen zu halten. Natürlich seid ihr hier jederzeit willkommen. Danke dir. Wir hatten noch mal sowas mit Pfeilen erwähnt, sag ich mal, also gut. Kann ich da welche kriegen? Dabei kann ich euch sogar behilflich sein. Wenn ihr mir ein paar Elfenpfeile von guter Qualität bringt, kann ich sie mit den entsprechenden Beschwörungen und Ritualen segnen. Ja, na klar. Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Na, also okay. Gebt mir Bescheid, wenn ich auch noch den Rest eurer Pfeile segnen soll. Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Also gebt mir Bescheid, wenn ich auch noch den Rest eurer Pfeile segne. Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal. Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Also gebt mir Bescheid. Wie viel habe ich denn an Elfenpfeilen? Moment. Ach so. Pfeile. Typ. Pfeil. Pop, 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 pop. Ja, zwei neue. Ja, soll passen. Wenn ich auch noch den Rest eurer Pfeile segnen soll. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Schrein des Glanzes? Schrein der Leere. Moment. Ich mach das mal anders. Ich hoffe mal, das tut nicht zu sehr, aua. Au! Ich bin ja auch doof, wartet mal. Also, mehr als sonst. Ich hab doch einen Drachenschrei dafür. Tschüss. So. Da ist Klaus Günther. Das polterte gerade.